Hallo und willkommen zurück bei Banished. Und wir sind hier ja stehen geblieben. Und wir müssen ein bisschen was am Waren jetzt wieder zusammenkriegen, weil wir haben kein Feuerholz mehr. Wir haben hier nur noch ein Loch drinnen und wir haben ja hier noch ein, zwei Baustellen offen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Hier gleich mal ein. Wieder einstellen, damit wir Feuerholz kriegen. Was haben wir denn noch alles laufen? Fische haben wir. Das mit dem Fisch könnte man mal kurz noch mal eins runterstellen. Gatherer will ich jetzt nicht unbedingt was machen. Wir brauchen Stein und Blocks. Hier hätten wir ein bisschen noch was an Stein und Holz. Das könnte man mal die mal weg. Jäger auch mal ganz weg. Das einzige, was problematisch jetzt halt werden könnte, ist das Feuerholz. Aber jetzt werden die ganzen Bahnen mal ein bisschen reingeliefert. Hier haben wir das Holz fertig. Ja. Wenn der Winter vorbei ist, möchte ich diese beiden Sachen so schnell wie möglich stehen haben. Unseren Förster. Ich bin am Überlegen, ob wir hier nicht noch einen zweiten Förster hinbauen. Aber mal schauen. Was ist denn Low Fire Wood? Ja, aber das kommt ja wieder rein. Wir haben hier ein paar Loks wieder. Es wird nach und nach schon. Das könnte man auch wegmachen. Die Steine holen wir uns auch noch. Erwachsene und 9 Kinder. Das wird auch. Das ist sehr gut. Wenn wir mal ungefähr 30 oder 40 Leute haben, Erwachsene, dann können wir mal dran denken, eine Schule auch zu bauen. Und dann müssen wir auch mal nach einer Kirche schauen und einen Friedhof. Weil die Leute werden ja nicht jünger. Feuerholz ist low, ich weiß. Da haben wir 25. Oh. Und Feuerholz sollte es eigentlich gar nicht mangeln. Weil die haben überall genügend Sachen drinnen. Feuerholz, Nahrung. Mache ich mir jetzt halt auch nicht wirklich Gedanken. Weil die haben ja so viel in den Häusern auch drinnen. Da wird noch nichts gemacht, weil sich die Leute erstmal alle hier unten drum kümmern, die Sachen wegzuräumen. Dann könnte man eigentlich damit anfangen, das nochmal auf Stufe 5 laufen zu lassen. Damit der bisschen was vorwärts geht. Loks haben wir jetzt 12 Stück, Feuerholz 20. Okay. Schnell speichern. War gerade da. Es gibt nämlich Unterschiede beim Winter. Es gibt mal harmlosere Winter, die nicht so lange andauern. Es gibt auch Winter, die richtig lange andauern können. Und dann ist man meistens sehr froh, wenn der Winter dann vorbei ist. Und wir brauchen dringend mal Medizin für unsere Leute. Weil dieses Gebäude sollte auch recht schnell fertig werden. Nahrung, jetzt ist der letzte Fisch draußen. Ironstone. Loks haben wir jetzt halt auch langsam.
müssten das hier auch mal nach und nach wegbringen. Diese ganzen Stein- und Eisenvorräte. Das hier ist übrigens Eisen und der hier, der andere ist Stein. Iron haben wir ja noch ein bisschen was, Stein auch. Damit sollten wir eigentlich diese beiden Häuser dann gut weg fertig kriegen. Machen wir nochmal einen Fischer auf Maximum. Bei ja, ein bisschen der Nahrung könnte es jetzt ein bisschen enger werden, aber eigentlich müssten wir es gut hinkriegen. Bären haben. Der Winter sollte nicht mehr allzu lange andauern, weil wir haben wirklich nicht mehr allzu viele Waren im Lager. Machen wir noch zwei Bilder. Dann kriegen wir halt in diesem Winter weniger Kinder zusammen, aber wir kriegen es mit der Nahrung hin. Das ist mir gerade wichtiger. Okay, der Herbalist wird jetzt gebaut und der dürfte auch bald gebaut werden. Der Förster. Das mit der Nahrung. Sobald wir auch Felder haben, kriegen wir es mit der Nahrung auch sehr gut hin. Feuerholz haben wir jetzt halt auch langsam wieder. Aber keine Loks mehr. Weil jetzt halt auch einige Loks wahrscheinlich hier reingehen. Der ist auch gleich fertig, das ist gut. Okay, jetzt haben wir 17. Stein ist ein bisschen knapp, aber haben wir ja noch was drinnen im Lager. Ich bin froh, wenn es fertig gebaut ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Fisch haben sie alles. Okay, die haben gar keine Nahrung mehr. Nicht gut. Hoffentlich kriegen die bald wieder Nahrung. Lass mal noch ein bisschen schneller laufen. Ah, der Winter dürfte. Okay, es könnte langsam. Der Winter dürfte bald vorbei sein. Yep, er ist vorbei. Wenn die Temperaturen auch besser. Steigen jedenfalls. Ich möchte nämlich nicht keine Toten jetzt haben. Das wäre jetzt unschön. Die haben Nahrung wie verrückt teilweise drinnen. Einige verhungern. Bin echt am Überlegen, vielleicht einen Markt noch zu bauen. Dann wird es gerechter aufgeteilt mit der Nahrung. Okay, jetzt haben die wieder ein bisschen Nahrung gekriegt. Aber hat auch nicht viel gewirkt. Ah, 84, das geht. Tun wir hier noch einen zumindest. Machen wir gleich zwei rein. Weil das sind hier die. Die dürfte die Gesundheit auch wieder besser werden bei uns im kleinen Dorf. Mache ich hier nochmal ein bisschen. Wir brauchen wirklich dieses Holz hier. Auch wenn es mich jetzt ein bisschen ärgert. Aber lieber haben wir dieses Holz noch,
als gar kein Holz, weil das die Förster pflanzt das ja wieder nach. Das ist so unser kleines Industriegebiet, sagen wir es mal so. Ob wir diese Loks auch haben, dürfte es mit dem Feuerholz hier unten auch wieder besser werden. Die haben Hunger, ich weiß. Wir brauchen und wir müssen uns noch ein bisschen mehr um die Nahrung kümmern. Haben wir schon ein gutes Opfer? Nee, noch niemand gestorben. Loks haben wir, Firewood ist immer noch knapp. Aber das wird bestimmt auch wieder. Sobald man den First haben, sollte man mit dem Stein und Holz ein bisschen weniger Probleme haben. Lockslow, ich weiß. Hier hat 7 Loks, das ist gut. Hat ja noch gut zu tun. Tun wir noch hier einen weiteren rein. Das sind, die sind fleißig am werkeln. Und das Schlimme ist, wir bräuchten theoretisch bald wieder neue Häuser. Ungerecht. Was kostet denn so ein Markt? Machen wir mal die Zeit wieder ein bisschen runter. Wo war der Markt nochmal hier? Oh, das ist nicht gerade günstig. Aber ich denke, auf lange Sicht gesehen werden wir den eh brauchen. Ich denke, den Winter warten wir dann, den nächsten Winter warten wir auch noch ein bisschen ab, wie es dann mit der Nahrung ausgeht und so weiter. Das. Oder braucht man dann noch ein Krankenhaus, damit die benutzt werden? Ich glaube, die nutzen sie dann automatisch. Bloß im Krankenhaus wird das effektiver dann genutzt. Was haben wir hier schon? Oh. Ich finde, die Gatherers machen wirklich hervorragende Arbeit. Noch mal ein bisschen weiter vorspulen, weil hier für die sehr viel wild rumlaufen. Sollte man hier noch eine, hier wäre praktisch noch ein Hunter wahrscheinlich zu machen. Okay, die haben sich gleich die Nahrung wieder komplett gekrallt. Ich hoffe, dass wirklich, dass keiner stirbt. Weil ich habe mir, weil wenn wir das nochmal machen müssen oder angehen, dann würde ich, hätte ich eine neue Strategie, dass wir dieses Gebäude hier schon mal vom Grund auf lassen. Ich weiß, muss kurz nochmal vergleichen. Ja, der Markt kostet schon um einiges mehr. Aber ich weiß nicht, ob sich allgemein dann besser ausgeht. Weil die Leute, wie ihr seht, machen ja, haben hier 107 Fleisch zum Beispiel drin. Und noch mehr.
die haben alle rein richtig Nahrung und die beiden sind kurz vorm Verhungern. Finde ich nicht ganz praktisch. Nein. Jetzt. Jedenfalls mit der Gesundheit dürfte es jetzt auch wieder besser werden. Ich hoffe, dass keiner verhungert, so weitestgehend. Wie viel Feuerholz haben wir genügend noch? Ich glaube, wenn die ersten paar sterben, und da haben wir schon drei, die richtig Hunger leiden müssen. Dann tun wir nochmal die Fische noch hoch. Weil ich denke, die drei werden recht schnell jetzt halt leider sterben. Ja, der ist der erste Todesopfer. Hammer. Scheiße. Sollte man eigentlich nicht sagen, dieses Wort, aber das ärgert mich jetzt halt. Aber nun gut. Wie es weitergeht, denke ich, erfahren wir in der nächsten Folge, ob die beiden noch überlebten. Hoffe ich auf jeden Fall. Das Kind hat es leider nicht überlebt und ich schätze, die Frau wird es auch nicht überleben. Blöd, blöd, blöd. Aber okay, dann bis zur nächsten Folge von Banished. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.